Jo, was geht ab? Auf die am Start. Heute testen wir die niegelnagelneuen Gorilla Bomb. In Cut P1. Zack, drehen wir den mal um hier. Ja, ich hab das. Hier, in Cut P1 CE aus Baujahr 2017. Wollen wir mal schauen, was die so können. Wenn die wirklich auf den deutschen Markt kommen sollten, dann haltet euch jetzt schon mal fest, kann ich euch versprechen. Denn da ist BKS drin. Und das wäre eine absolute Revolution. Dann so, auf zur Zündung. Ups. Der Wahnsinn. Hält kein deutscher Böller mit. So, kannst du direkt hintereinander zünden. Dann schmeißt du mal nicht mehr in eine Matsche, dann bist du auch nicht so dreckig gleich. Läuft er wieder rein. Unbelehrbar. Junge, Junge, Junge. Gut, einen schmeißen wir noch ins Wasser hinterher, oder? Ja. Junge, das wird Rockensilvester. Sollten die wirklich auf den deutschen Markt erscheinen. Das wird der Wahnsinn. Krass. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch gerne. Und kommentiert es. Wir sehen uns, Pyros.